Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 40. Tja, beim letzten Mal konnten wir ja das erste Mal in Links Erinnerung schwelgen. Und wen haben wir da gesehen? Unter anderem Zelda und auch die Titanen, die ehemaligen Titanenreiter, sagen wir es mal so, die ursprünglich die Verantwortung für die Titanen hatten und ja, die aber allesamt wohl tot sein sollen mittlerweile, wie wir ja von König Rome erfahren haben, leider, also dem Vater von Zelda. So, jetzt müssen wir überall diese Orte finden und dann können wir abermals oder jedes Mal aufs Neue so eine Erinnerung erleben. Sehr cool gemacht, finde ich. Sehr genial. So, aber jetzt sollen wir erstmal zurück zu Impa nach Kakariko und sie darauf ansprechen, auf diesen Ort. Und sie wird uns dann weiteres verraten, weitere Details und so über die Story etc. pp. Tja, warum sie das nicht gleich tut, weiß ich nicht, denn immerhin soll man hier die Welt retten, aber naja, vielleicht hat sie Angst, dass wir... Oh Gott, was ist das denn? Das sieht mir nach einem Gegner aus, würde ich mal sagen, ein Zentauren oder sowas. Ja, ich möchte zunächst erstmal einen Speicherpunkt hier irgendwo haben, damit wir uns denn schnell von A nach B beamen können, ne? Das wäre natürlich genial. So, ups. Hier sind ein paar Eiche. Ach, Chili ist das genau, wegen der kalten Gegend da im Hintergrund. Da brauchen wir ja auch Chili-Gerichte unter anderem. Aber wir haben ja einen Winter-Wams, was allerdings nicht allzu gut gepanzert ist natürlich, ne? Aha, die Sportex habe ich mir jetzt auch schnell geschnappt. Sehr gut. Und ich denke mal, mit dem können wir nicht reden. Der wird uns auch attackieren. Der sieht mich verdammt nach dem Gegner aus. Eieiei. Ja, ja, was soll ich machen? Aber ich habe ja... Oh, oh. Der wird schon auf uns aufmerksam. Ist gar nicht gut. Hier ist ein schönes Birkenwäldchen. Wäre ja auch schön, wenn hier ein Schrein in der Nähe wäre. Also den Schreindetektor habe ich auf jeden Fall aktiv geschaltet. Weil da wird ja automatisch immer gespeichert, ne? Vor jedem Schrein und so weiter. Naja. Ach, Flamingos. Oh Gott, da sind noch mehr. Ach du Scheiße, das ist ja wie so ein Hirox, oder wie hießen die? Ach, du grüne Neune. Ah, jetzt haben wir lang keinen Schrein mehr gesehen. Oh, 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 oh. Nee, mit dem möchte ich mich erstmal nicht anlegen. Zumal hier keine Metallkuben in der Nähe stehen, mit denen wir uns wehren könnten. Na, kannst du nicht springen, Gerti? Nö, haben wir da durch. Ach, hier komme ich gar nicht... Okay. Hier komme ich gar nicht mit Gerti hoch, glaube ich, oder? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Ist doch ungleich schöner. Scheibenkleister. Nee, ich komme hier nur... Oh, oh. Ui, was macht der? Der hat noch Magie auf Lager. Eismagie. Oh, der hat Gerti eingefroren. Du Scheiße. Aber irgendwie habe ich... Okay, der friert mich ein und dann haut er zu. Ah, Gerti ist ja aufgetaut. Nein. Wow! Okay, ja, der ist stark. Würde ich mal sagen. Vielleicht sollte ich mich erstmal hauen lassen und dann einfach, neu starten. Ich lasse Gerti erstmal in Ruhe. Und gib Fersengeld. Eieiei, nicht so weg hier. Ah, kletter doch auf, Junge! Ich komm nicht hoch. Oh, doch, doch, doch. Scheiße. Es wird kalt. Es wird verdammt kalt. Jetzt schon. Hühnergewand? Nee, Winterwams, genau. Ausrüsten. Ach, die Fee. Genau, ich hatte ja noch eine Fee. Sehr geil. Ach, der kann auch nach oben schießen und uns dann treffen. Weniger geil. Oh, scheiße. Es kostet aber auch ein bisschen Lebensenergie. Ja, und es kostet das Leben. Also er kann die auch irgendwie modifizieren, seine Schüsse, wie es aussieht. Erneut versuchen. Hm. Ein tödlicher Zentaur. So. Gut, jetzt kann ich hier wenigstens mal in Ruhe hochklettern. Wow, es wird schon kalt. Schnell. Genau.
ausrüsten. Obwohl wir da gar nichts einstecken. Ich meine, ich habe es auch schon ein bisschen verstärken lassen durch die Fee, glaube ich, ne? Ne, Stufe 1 und das hat Stufe 13. Und warum steht denn jetzt 13? 7, 19, ne? Okay, naja, wie auch immer. Frostkraut, eine Heilpflanze, die in großen Höhen wächst, etwa in den Bergen von Hebra und Gerudo. Als Kochzutat entfaltet das Kraut einen Hitzeschutzeffekt. Ja. Also den Gegnern hier haben wir noch gar nichts entgegenzusetzen, Leute. Also die sind uns mal weit überlegen. Ob Gerd hierher kommt? Wie kommt der nicht hoch? Oder? Ach, das. Nee. Nee, Gerd, die kommt wohl nicht. Die kann da nicht hoch. Och Mann. Das ist doch blöd. Müssen wir mal erst einen Stall finden. Und gerade hier bräuchte ich sie, ja. Eieiei. Speichervorgang, das ist schön. Immerhin wird gespeichert. Frostling, dieser Pilz wächst in kalten Klimazonen an den Stämmen von Nadelbäumen. Er fühlt sich kalt an und befähigt als Kochzutat den Körper selbst Wüstenhitze zu ertragen. Achso, das ist denn eher wieder für wärmere Gebiete gedacht. Ja, stimmt, da brauchen wir. Ob wir da auch noch Kleidung kriegen, spezielle Kleidung für Wüstengegenden? Wäre natürlich auch nicht schlecht. Dass wir da nicht so auf ausschließlich auf Nahrung angewiesen sind, weil die verbraucht sich natürlich mit der Zeit, ne? Und ein Kleidungsstück halt nicht. Deswegen finde ich die Kleidung besser, ehrlich gesagt. Auch wenn sie vielleicht ja, für einen Kampf zum Beispiel dann nicht sonderlich effektiv ist. Ach du Scheiße, hier gibt es auch noch Wölfe. Aber hier ist weit und breit kein Schrein in der Nähe. Hier ist es extrem kalt. Die bisherigen Schutzmaßnahmen reichen nicht aus. Ihr wollt mich doch verkohlen, oder? Okay, Leute. Ja. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen Pelzmantel zu kaufen. Ich weiß es nicht. Hier ist es jedenfalls noch kälter als normal. Ja, was auch immer hier normal ist. Eieieiei. Das ist ja extrem. Hier ist auch nichts weiter, ne? Kein Schrein oder dergleichen. Der ein bisschen Wärme spenden könnte. Na, ich gehe mal hier nach oben. Dann muss ich doch erstmal zu Impa. Naja, in der Nähe zumindest der Straße, der Ranell-Straße, hatten wir ja einen Schrein. Ah, hier sieht es wieder nach einer wärmeren Klimazone aus. Ja, stimmt, hier war der Zentaure. Hier war das doch, oder? Hä? Nee, Quatsch, das war doch da. Auf der anderen Seite. Auf jeden Fall ist hier ein Birkenmärchen. Nee, doch, hier sind wir richtig. Ah, da geht's nach oben, aber da scheint auch irgendeine Kreatur zu sein. Aua! Okay, meine Lebensenergie reduziert sich. Gut, also unser Wintersams spendiert uns hier auch nur bedingt Kälteschutz. Also gibt es noch kältere Gegenden. Das ist gut. Ah, das ist Gerti. Oh, 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 den will ich nicht wecken. Nicht unbedingt. Aber hier scheint auch kein Schrein in der Nähe zu sein, ne? Moment, den habe ich. Nee. Den habe ich ausgewählt, doch. Moment, ich werde mal das Magnetmodul auswählen, weil vielleicht gibt es ja hier irgendwo eine Truhe, aber nee, sieht nicht so aus. Mit wärmerer Kleidung. Wäre geil. Ein Pelzmantel oder so. Na gut. Winter. Der Winterwams, der hilft uns hier nicht wirklich weiter. Ja, gut. Ah, komm, schnell weg hier. In wärmere Gefilde. Gerti, dreh dich mal. Den lassen wir mal schlafen. Den guten, ja. So, jetzt wird's wieder schön. Okay, nee, ich würde mal sagen, dann beam ich mich mal zu Impa. Das bringt hier nichts in der Gegend. Ja genau, hier können wir uns denn hinbeamen. Ist ja immerhin in der Nähe, ne? Hier sind wir einmal gestorben. Warum auch immer das gekennzeichnet wird, ich weiß es nicht. Oder ob wir immer was verlieren, wenn wir sterben. Immer schwächer werden, ne? Das wäre es ja noch. Nee, das wäre fieser als bei Dark Souls, ne? So, na ist ja egal. Auf zu Impa, aber ich glaube, da können wir uns nicht teleportieren, nur durch die Schreine können wir uns teleportieren.
Was ja auch okay ist. Okay, ja, Gerti wird nicht mitgenommen. Das ist blöd. Also mit Gerti nicht, mit Gerti kann man sich also nicht teleportieren. Ah, was trinken. Naja, mal sehen, was die gute Imper uns denn zu sagen hat. Über unsere Erinnerung. Wahrscheinlich sollen wir ihr das schildern, was wir da gesehen haben. Diese Reiter der Titanen oder Lenker der Titanen oder wie man das immer nennen will. So, okay. Und Zelda natürlich selber, die übrigens sehr, sehr hübsch aussah. Also sie wird unserem Held auf jeden Fall gerecht. Ja. Wie man sich so eine Prinzessin, so eine Märchenprinzessin halt vorstellt, ne? So, okay, auf geht's zu Impa. So, Impa. Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, sollte ich dir das hier geben. Reckengewand. Ja, das haben wir auch gesehen in dem Video, in der kurzen Sequenz, ne? In alter Zeit durften nur die fünf vom... Nee, jetzt kann ich nochmal wieder reden. Es sei denn, sie liest es vor. Nein. In alter Zeit durften nur die fünf vom Königshaus Hyrule auserwählten Recken diese Kleidung tragen. Der Träger kann die Kraft von Monstern erkennen. Ja, schön. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hatte es meiner Obhut anvertraut. Du hast es einst erhalten, als du ein Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Recken nennen sich diese Reiter, ne? Diese Titanenreiter anscheinend. Neuer Zielpunkt, Erinnerungsfotos. Ja. Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist gerne bereits einmal und... Ja, gut, das ist jetzt auch dasselbe. Gut, bis später. Dann müssen wir diesen Kengis oder wie der hieß, wieder aufsuchen, ne? Ja, wir wissen das, wir wissen das. Aber so eine wirkliche Hilfe bist du uns auch nicht. So, zum Glück ist der immer hier im Dorf anzutreffen, der Kengis. Du siehst mir so aus, als hättest du das Tor gefunden. Ja. Früher müssen viele Leute durch dieses Tor ein- und ausgegangen sein. So ändern sich die Zeiten. Ja, aber irgendwie, ja. Ach, was Neues? Okay. Will er uns nicht mitteilen. Oh, jetzt mal so ein bisschen aufgeschmissen. Gut. Sehr schön. Ob die alle so in der Nähe sind? Beim besten Willen. Das kann ja hier auch überall sein, ne? Irgendein Wald. Was ist denn da im Hintergrund? Das ist auch irgendein Wesen. Athenu-Institut, ja, das waren meine Fotos, die ich geschossen hatte. Ah, vorher ist die Schrift irgendwie kodiert. Ah, und wird dann offenbar freigeschaltet. Keine Ahnung, wo das hier sein soll, Leute. Ach, Quatsch. Hauptziele, Kakariko. Ja, 11 Orte muss ich noch besuchen, wunderbar. Wissen wir nun, Quatsch. Das Geheimnis der drei Zedern. Muss ich das wohl machen? Weil ich habe jetzt keine andere Wahl. Erinnerung, Moment. Ach, die können wir uns dann auch wieder ansehen. Oh, das ist ja cool. Ach, das war Nummer 15. Es gibt hier noch mehr. Also insgesamt gibt es sogar 20. Also es ist nicht nur an die Orte gekoppelt. Anscheinend gibt es dann noch außerdem andere Erinnerungen, die vielleicht auch freigeschaltet werden, wenn wir mit bekannten Charakteren sprechen. Ja, 3000 Rubine für das Haus, genau, die Forscher. Ach so, Pura hat dich aufgefordert, antike Materialien an Robelo zu übergeben. Solltest du welche finden? Robelo soll sich im Akala-Institut in Akala aufhalten. Gut, gehen wir mal dahin. Auf nach Akala! Ja, toll, jetzt ist Gerti weg. So ein Mist. Ich rufe sie mal hierher, hahaha. Ja, Gerti hat dich wohl nicht gehört. Ach, nee. So, na dann gucken wir nochmal auf die Karte. Was denn, wo denn Akala ist. Können wir uns da wieder hin teleportieren zum Game Over? Nee. Markieren, ja schön.
Granellspitze, das ist alles Eis. Also da brauche ich mich nicht hinbegeben. Meer von Nekluda. Also ist das hier Nekluda oder wie? Aha, okay. Das ist eher so eine Meeresgegend, würde ich mal vermuten. Hä, wo ist denn jetzt der? Ach, da! Ach du Scheiße, Leute. Okay, ich brauche Gerti dafür. Kostet es, was es wolle, na geil. Also man muss mit ihr, ja, toll. Das ist natürlich ungünstig, dass man die nicht teleportieren kann. Ne? Das ist wirklich schade. Oder zum Stall, würde ich sagen. Ja, das ist immer noch näher, als da wieder hinzugehen und dann zu Gerti zu laufen. Also das wäre ja ein unnötiger Umweg, würde ich mal sagen. Dann gehen wir mal dahin. Zum Stall der Zwillingsberge. Achso, da kann ich mich. Ich kann mich nach wie vor nur zu den Schreinen teleportieren. Eieiei. Exalfos. Elektro-Exalfos. Ach, die gibt es auch noch. Ach du Shit. Ja, die Gegner werden immer stärker, wohingegen wir immer noch auf einem Level sind, habe ich so den Eindruck. Tja. Also wirklich stärker sind wir noch nicht geworden. Haben wir ein bisschen mehr Ausdauer jetzt bekommen. Ja, ein Herzchen mehr hier und da, aber tralala. Das war's auch schon. Also das Spiel ist relativ happig dadurch. Also finde ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Falls ihr das hier auch zockt, das Game, ne? Ich meine, es ist nach wie vor richtig geil. Keine Frage. Aber man bekommt hier nichts geschenkt, ne? So. Alles kostet immer irgendwas. Oh. Unsicher, wo es lang geht. Bist du ein wildes Pferd gezähmt hast, ist ein wilder Ritt. Aber wenn du es schaffst, eröffnet sich dir eine neue Welt. Das stimmt wohl. Das kannst du mir ruhig glauben. Ich bin schließlich hier der zweitbeste Pferdezähmer. Ja, und du? Du glaubst mir nicht? Nö, kein Wort. Dann versuch doch den Rekord von Fusaran, dem zweitbesten Pferdezähmer, zu brechen. Nur zu. Das wollte ich hören. Es gibt nur eine Regel. Bring innerhalb des Zeitlimits ein Wildpferd hierher. Also. Hier in der Gegend gibt es jede Menge Wildpferde. Schnapp dir einfach irgendeins davon. Meine Bestzeit liegt bei 2 Minuten. Oh, das schaffe ich nicht. Also musst du innerhalb dieser Zeit mit einem Pferd zurückkommen. Los geht's. Joa, geil. Das fehlt jetzt schon, ja? Ich habe ja nicht mal ein Pferd in der Nähe jetzt hier, dass ich da schnell hinreiten könnte und dann ein Wildpferd fangen. Ja, die lassen sich ja auch nicht so ohne weiteres einfangen. Die rennen ja dann und wann auch mal weg, ne? So, was war Tätschel nochmal? Ich glaube, die obere ZL-Taste oder so. ZR. ZR, glaube ich. Oh, das sieht stark aus. Tätscheln. L? Nee, mit L. Na komm, ich soll es hinbringen. Ach, das sieht gut aus. Hätte es gedacht. Ich hätte es mir nicht zugetraut. Das ist ja auch ein einfaches Pferd. Das ist auch nicht so stark. Komm, komm, komm. Unglaublich. Da guckst du, wa? Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass du die 2 Minuten so einfach unterbietest. Ich habe zwar beim Pferdezähmen den zweiten Platz belegt, aber das war nur gegen meinen Bruder, der Vorletzter war. Ach, gegen den müssen wir jetzt auch antreten, schätze ich mal. Wie dem auch sei, hier ist jedenfalls dein Preis für den Sieg beim zweiten offiziellen Pferdezähmwettbewerb. 50 Rubinen, immerhin. Sein violetter Glanz löst ein wohliges Kribbeln in deiner Magengegend aus. Das ist geil, was da mal steht. Hammer. Wenn das mal beschrieben wird. Tja, sieht so aus, als hätte die Welt einiges mehr an Herausforderungen zu bieten. Wohl wahr. Wir haben es geschafft. Na, dann kann ich gleich bei dem Gaul hier bleiben. Ist mir jetzt egal. Obwohl, der ist nicht registriert, ne? Ich glaube, den muss ich erstmal registrieren lassen. So, stopp. Du scheinst ein Wildpferd gefangen zu haben. Möchtest du es registrieren? Ja. Sehr gern. Bitte überprüfe noch einmal, ob das hier das richtige Pferd ist.
Ja, sieht so aus. Zuneigung 24. Nein, er ist noch nicht so hoch. Temperament, relativ ruhig. Gott. Vielen Dank. Für die Registrierung erheben wir eine Gebühr von 20. Oh, 20 Rubine. Aber Sattel und Zaumzeug sind inklusive. In Ordnung. Ja. Was soll's? Sie haben ja 50 gekriegt. Von deinem Bruder. Danke sehr. Bitte gib einen Namen für dein Pferd an. Ach so. Ja, stimmt dabei was. Wie nennen wir es denn? Hans, würde ich sagen. Oh, sind wir mal nicht so mega kreativ hier. Ist ja auch nicht so wichtig. Epona kriegen wir auch noch. Ja. Ich habe hier nämlich schon ein Amiibo zu stehen. Und den werde ich. Ich traue mir noch nicht auszupacken, Leute. Weil die sind echt teuer und selten, ja. Also, ich habe Glück gehabt. Ich habe den irgendwo beim Elektronikfachmarkt meines Vertrauens für gerade mal 15 € erstanden, ja. Ein Link Twilight Princess Amiibo. Die sind sehr selten, kursieren im Internet für um die 30 €. Also, habe ich richtig Schwein gehabt, würde ich mal sagen. Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du das Pferd gleich? Ja, Pferd gleich mitnehmen. Gut, wir nehmen Gertie Burns auf. Super. Das machen sie dann automatisch. Das ist natürlich cool. Gut, ein bisschen tätscheln. Wir haben ja Zuneigung. Heute Nacht. Was ist denn hier wieder? Die planen wohl irgendwas. Sprechen. Ja, ich will sprechen. Aber es geht nicht. So. Absteigen. Aber bleib schön da, Hans. So. Ah, du bist es. Interessierst du dich für meine Forschung? Blutmond? Ein Nächtchen mit einem roten Vollmond färbt sich um Mitternacht der Himmel blutrot. Das ist die Nacht des Blutmonds. Ja, das wissen wir. Das hat uns schon Zelda verraten. Jedes Mal, wenn das passiert, werden alle Monster neu belebt. Egal, wie oft sie schon besiegt wurden. Ja, ich weiß. Die Leute haben sich schon daran gewöhnt und finden es ganz normal. Aber ich werde meine Forschung fortführen. Wenn du Fragen hast, dann schieß los. Ach so, der Mond heute. Heute Nacht wird ein zunehmender Mord zu sehen sein. Ein mächtiger Bogen, der auf unserer kleinen Welt zielt. Imposant. Wenn du Fragen hast, dann schieß los. Ja. Ich dachte, der plant hier irgendwas, hier ein Einbruch oder keine Ahnung. Weil er so vor sich hin murmelte. Heute Nacht. Moment. Das sieht ja auch wie ein geschichtsträchtiger Ort aus hier, ne? Vielleicht, na, finden wir hier doch noch eine Erinnerung. Boah, hier sind noch wildere Pferde. Das sieht nicht so aus, oder, Leute? Wenn man das ja sehen müsste, relativ leicht. Irgendwelche Ruinen. Moment, nee. Noch mehr Pferde. Ist ja der Wahnsinn hier. Aber die Lenkung mit dem Pferd ist immer noch ein bisschen hakelig. Die ist bei The Witcher 3 fast besser, muss ich sagen. Obwohl die da auch nicht hundertprozentig perfekt ist. Aber gut, wie lenkt sich ein Pferd, ne? Also ich meine, das ist ja auch nicht ganz einfach. Oh, ich höre irgendwelche Gegner. Zumindest Gegnermusik. Und hier sind diese Wächter, ne? Diese komischen. Ah. Die sind aber anscheinend stillgelegt worden, von wem auch immer. Wahrscheinlich auch von Link in der Vergangenheit. Aber es sieht schon geil aus. Aber es ist nirgendwo ein Schrein. Nee. So, jetzt muss ich erstmal sehen, wo ich jetzt lang muss. Das Kakariko. Ja, soweit, so gut. Und dann müssen wir, glaube ich, da lang. Nein, können wir uns, nee, können wir uns ja nicht. Ja, da muss ich erstmal hinreiten. So. Das hier doch. Nee, ist keine Erinnerung für uns. Schade. Nö. Naja, ist egal. Müssen wir halt hier lang. Dann reiten wir auch. Sorry. Das haben wir immer zu viel zugehauen. Ja, bisschen schlichten. Wunderbar, sie sind Bock. Geht's denn hier eigentlich lang? Hier ist ja auch so ein Weg.
Ich hätte mal gern wieder ein Schrein, nur mal so zur Abwechslung. Quatsch. Mal gucken, wo es hier lang geht. Ah ne, hier kommen wir wieder zurück nach Ateno. Was heißt zurück? Hier kommen wir überhaupt nach Ateno. Aber wir möchten ja gen Norden, ne? Was ist da weit im Norden? Guckt euch das an, ja. Mir würde schon die nächste Gegend hier reichen, aber da kommen wir, glaube ich, nicht so ohne weiteres hin. Ach nee, da. Ich glaube, darüber müssen wir denn. Das sieht doch gut aus. Oh, den Schrein hatten wir schon erledigt. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal, doch erstmal hier weiter, oder? Gut. Da kann ich dann direkt zum Stall gehen und mein Pferd überführen lassen. Das ist natürlich praktisch. Ich denke mal, es wird überall irgendwelche Ställe geben, aber naja, wir müssen sie halt erstmal ausfindig machen. Ne? Wenn man das dann weiß, klar, dann geht alles auch wesentlich schneller. Dann teleportiert man sie einfach dahin und lässt sein Pferd überführen und bla. Das ist denn kein Problem mehr. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Ihr habt ja die Karte gesehen, ne? Die ist ja mächtig gewaltig. Okay. Vago Kata Schrein. Und hier ist direkt der Stall, ja. So müsste es überall. Ach! Da ist doch Maronus, genau. Jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Sehr geil. Und da ist Mordor. Okay, Maronus. Wir können wieder Verbesserungen für unsere Taschen gebrauchen. Oder Erweiterungen. Neue Slots. So treffen wir uns wieder. Ich möchte zurück zum Wald der Crocs, aber ich habe mich verlaufen. Ich habe die Leute im Stall sagen hören, dass wir hier im Inneren Hyrule sind. Oho! Dann muss der Wald der Crocs ja noch weiter nördlich von hier sein. Nun, da ich schon einmal hier bin, kann ich auch etwas bleiben und mich ausruhen. Und unsere Taschen vergrößern, hey. Ah, warte mal. Oho, oho, dieser Geruch. Rieche ich da Crocs-Samen? Voll drüber, Junge. Du hast Crocs-Samen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir Crocs-Samen gibst, vergrößere ich zum Dank eine deiner Taschen. Waffentasche. So, ich nehme diese zwei Crocs-Samen an. Ja, mal zwei, ne? Kostet das? Na gut. Was soll's? Dann lass uns loslegen. Das tanzt ja wieder so komisch. Spitze. Sehr geil. Wunderbar. Dam, 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 dam. Das macht er auch, ja, diese Musik, okay. Wo hat er das Klavier versteckt? Werde größer, Waffentasche. Oh, möchtest du, dass ich noch eine Tasche größer werden lasse? Größer mache. Ja, ruhig nochmal die Waffentasche, wenn er das kann. Oh, der nimmt ja immer, das wird immer teurer. Okay. Krass, so wird man die auch los, die Dinger. Naja, gut. Ja, das können wir jetzt überspringen. Macht ja wenig Sinn, die umsonst mit uns rumzuschleppen, diese Teile, wenn man die ja hier direkt verwenden können. So, dann nehme ich noch eine Bogentasche dazu, einen Bogenslot. Ach Quatsch, wollte ich gar nicht. Lieber nicht, genau. Oh, das kostet dann 5 schon, ja. Also immer, nee, war nicht dreistellig, immer was. Zweistellig, ja, 2. Und, soll ich eine deiner Taschen? Ja, Bogentasche. Muss ich aufpassen, mich nicht verdrücken wieder. Ja, denn wenn wir mehr Waffen mit uns rumschleppen können, dann macht es auf Dauer auch nicht so viel aus, wenn die so schnell zerbrechen, ne? War immer eine neue Waffe parat. Das ist, denke ich mal, auch die Idee dahinter, ne? Wenn sich die Waffen schon so schnell abnutzen. Dass man dafür denn etliche davon tragen wird können dann irgendwann, ne? Super. Ah, ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viele Rubine von unserem Haus. Ja, also viele fehlen nicht mehr, würde ich sagen. Bis zu unserem Haus. 3000 brauchen wir insgesamt. Ja, die Bogentasche ist auch größer. Wunderbar. Dann machen wir die Schildtasche noch ein bisschen größer. Ja. Schilde brauchen wir auch. Die sind auch nützlich. Schützen uns vor gegnerischen Attacken natürlich. Super. Sehr gut. Wunderbar. Na, da haben wir ja die wenigsten. Da können wir wirklich... glaube ich, gleich nochmal investieren. Ne? Das macht Sinn. Ja. Werde größer, Schildtasche. Ja. Lassen wir sie noch größer werden. Noch mehr anwachsen. Ja.
Kostet ja nur 2. Ah, hau ich die ruhig alle raus. Also ist egal jetzt. Wir finden ja dann und wann doch wieder welche. Wunderbärchen. Schön. Ja, da werde ich ruhig noch einmal investieren. Haben wir da erstmal ausgesorgt. Na, hat man wahrscheinlich in dem Spiel nie, ne? Also. So. Ja, ja, ja. Ja, okay, okay. So, nee, nee, lass mal. Ja, mein Gott. Okay, das war's. Mehr will er nicht, wa? Oh, jetzt erinnere ich mich wieder an den Weg zurück zum Wald der Crocs. Vielen Dank. Jetzt haut er ab, wa? Dieses Mal finde ich bestimmt zum Wald der Crocs zurück. Besuch mich mal dort. Wo ist denn der? Okay. Ja. Jetzt erstmal zum Stall. Und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Aha, Moment, dieser Berg. Ja, gut, den kennen wir sowieso. Der muss uns ja bekannt vorkommen. Den hatten wir nur immer vor der anderen Seite gesehen, ne? Bevor wir nach Kakariko sind. So, wer ist denn das hier? Königliche Cuisine. Die Gerichte des Königshauses von Hyrule. Zu gern würde ich sie nachkochen und davon kosten. Du sagst es, Junge. So, Emma. Willkommen in unserem Stall. Möchtest du ein Pferd registrieren oder mitnehmen? Was darf es sein? Pferd abholen. Welches Pferd möchtest du? Wir haben ja genug. Hans. Guck an, Günni ist in der Tat. Und Gerti sind stärker als... mal nehmen wir jetzt Gerti. Pferd mitnehmen, genau. Gut, dann nehmen wir Hans in unsere Obhut. Augenblick bitte. Sehr gut. Tut mir leid, dass du warten musstest. Danke, dass du unsere Dienste in Anspruch genommen hast. Manche Pferde besitzen viel Ausdauer und können daher sehr lange galoppieren. Aber im vollen Galopp ist es recht schwierig, die Richtung zu ändern. Ja, das habe ich gemerkt. Also musst du mehr auf Hindernisse achten. Reite also am besten nur dann mit Höchstgeschwindigkeit, wenn du genug Platz hast. Ja, schön, dass du uns das jetzt sagst. So, waren hier nicht auch noch irgendwelche Typen? Ach, Parisse. Warst du mal in dem Schloss nördlich von hier? Das ist Schloss Hyrule. Da will ich jetzt nicht hingehen an deiner Stelle. Es soll vor 100 Jahren zerstört worden sein. Man findet dort viele alte Waffen und andere Schätze. Daher bin ich dort einige Male auf die Suche gegangen. Unter ihnen soll es erstaunliche Waffen geben, die sogenannte Ausstattung der Leibgarde. Ja gut, aber da können wir uns beim besten Willen noch nicht hinwagen. Unter Sammlern sind sie sehr bekannt. Einmal nur möchte ich sie sehen. Seit dieser seltsame Nebel erschienen ist, wimmelt es dort von Monstern und diesen Maschinenwesen. Für mich ist es gefährlich geworden, mich dort herumzutreiben. Und du solltest die Umgebung besser auch meiden. Ja, ich weiß. Die schwarze Serie. Okay. Ja, noch werde ich da nicht hingehen. Keine Sorge. Lebensmüde sind wir noch nicht. So, Leute, ein Topfdeckel als Schild. Nein, ich will lieber Metallschilde sammeln. Aber, was soll ich sagen, Leute? Ich würde mal an der Stelle erstmal Schluss machen wollen und beim nächsten Mal hier direkt fortsetzen. Ne? Und uns, dass wir uns hier noch näher umsehen und vielleicht noch auf den Turm dort hinten gehen und klettern vor allen Dingen. Gehen ja eher weniger. Ach, seht mal, wer hier ist, der Maler. Ist uns gefolgt, wenn es denn derselbe ist. Vielleicht hat er auch wieder irgendwelche. Nee, es ist Kengis. Du bist doch der, der die Quelle der großen Vieh aufgespürt hatte. Was für ein Zufall. Ja, stimmt. Ja, meine Reisen seitdem auch fortgesetzt. Vielleicht gibt es noch mehr Orte, von denen ich dir erzählen kann. Ja, na endlich. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Ah, na endlich können wir dem wieder ein Bild zeigen. Das dauert scheinbar immer ein bisschen. Gut, das mache ich jetzt noch, Leute, in der Folge. Ja. Das ist der Komolo-See, glaube ich. Er liegt im Westen von hier und besitzt eine etwas eigentümliche Form. Ja, stimmt, da sind doch die Zwillingsberge. Das habe ich gesehen. Auf einem der Bilder habe ich den nochmal gesehen, den Zwillingsberg. Okay, deswegen hatte ich dieses Déjà-vu-Gefühl. Alles klar. Westlich des Sees ist ein Wald. Da hier auch Bäume zu sehen sind, könnte das die richtige Gegend sein. Aha. Okay. Das ist die nächste Erinnerung, würde ich mal sagen, Leute.
die dort auf uns wartet. Ich war einmal dort. Ist ein sehr schöner See. Westlich von hier. Alles klar. Naja, dann wissen wir ja, wo wir das nächste Mal hin sollen und wonach wir suchen können vor allen Dingen. Ne? Wir sollen nach einem See Ausschau halten, der von Birken umgeben ist. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Also Leute, dann würde ich aber jetzt trotzdem mal an der Stelle die Folge beenden wollen. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye bye, ciao ciao, euer Chuck. Lasst es euch gut gehen. Juhu.